So, da sind wir wieder in Yu-Gi-Oh! Ich habe jetzt mal hier so ein bisschen mein Mikrofon, die Akkuqualität ein bisschen runtergedreht. Ziemlich weit runtergedreht anscheinend. Zu weit. Aber ich kann ja mich zur Not ein bisschen verstärken, dass es wieder lautstärkermäßig passt. Aber ich kann jetzt auch eben schnell noch machen, Aufnahmegeräte. Kein Augenblick, geht sofort weiter hier. So. Um 10% verstärkt, jetzt sieht es besser aus. Ja, jetzt sieht gut aus von der Ausschlag. So, jetzt machen wir gegen My Valentine. Yugi war nicht der einzige Duellant, der motiviert war, das Turnier für einen geliebten Menschen zu gewinnen. Obwohl er ein Neuling, der Neuling-Duellant war, hatte Joey seine eigene Gründe zu gewinnen. Seine Schwester Serenity. Ich werde besser Champion für Serenities Willen. Autsch, autsch, autsch. Komisches Deutsch. Sie zählt immer auf mich, selbst als wir noch Kinder waren. Ich werde dieses Turnier und das Preisgeld gewinnen. Ich werde sicherstellen, dass du dein Augenlicht nicht verlieren wirst. Durch die Zahlung von deiner Operation. Ich verspreche es. Dieser nachdenkliche Moment wurde unsanft gebrochen, aber als Joey und seine Freunde jemanden lachen hören und ein anderer Duellant verspotten. Nur ein Katzensprung entfernt. Ich habe das inhaltlich verstanden, aber ich wusste jetzt nicht, wie ich den auf Deutsch übersetzen soll. Nein. Eine Stimme so nervig konnte nur zu Mai gehören. Das Team traf Mai Valentine auf dem Boot zum Duelist Kingdom. Sie war eine manipulative, egozentrische Duellantin, die die unheimliche Fähigkeit hatte, immer zu wissen, welche Karte sie als nächstes ziehen würde. Durch Duft. Durch Parfüm. Hey Yugi, laufen deine Duelle gut? Ich denke, ich bin selbst zu einem Duell bereit. Also mach dich bereit, weil ich entscheide mich herauszufordern. Eindeutig Google-Übersetzer. Vielen Dank. Du forderst mich heraus? Hast du den Mut zu akzeptieren? Ich nehme an. Lass uns duellieren. Mach dich bereit zu verlieren. Geschichtendeck. Gucken, vielleicht werden wir auch irgendwann ein eigenes Deck zusammenbauen müssen, weil die Geschichtendeck jetzt dann nicht so als optimal sind. Müssen wir mal gucken. Ich versuche aber, solange es geht, Geschichtendecks zu spielen. Oh, wir haben Raigeki gezogen. Nice. Schild und Schwert. Was ist das denn für eine Feldzauberkarte? Jagdgründe der Havien, die habe ich ja noch nie gehört. Ein Monster vom Typ geflügeltes Ungeheuer. Halten 200 ATK und Dev in eine oder mehr Havien und haben Schwestern als normal oder spezial beschworen werden. Der Spieler, der die Beschwörung durchführt, wählt eine Zauberfallenkarte auf dem Schild und zerstört das Spitze eine Harpie oder Harpien-Schwesternkarte. Kann sie meine Karten zerstören? Zumindest meine Fallen- und Zauberkarten, die offen liegen oder verdeckt? Oder beides? Das wird natürlich übel. Deswegen sehr vorsichtig sein, welche ich ausspiele. Sehr vorsichtig. Ja gut, Babydrache behalte ich mal, weil wir können ja den 1000-jährigen Drachen können wir schon, ne? 1000-jähriger Drache, Flammenschwerke, Flammenmanipulator und Masaki, legendärer Flammenmanipulator haben wir ja. Gut, gut. Sieht ja erstmal nicht so verkehrt aus. Was? Diese Karte als Ergebnis ein ganz anderes, dann so eine habe ich auch aus. Sie spielt echt darauf hinaus, dass sie ihre Harpien kriegt. Ich finde das Hintergrund ganz geil, ne? Mit den Harpien hier. Sieht schon irgendwie geil aus. Das hat schon mal das. Du dreckige Hure, du dreckige verfickte Hure. Deine Mutter soll dich in den Grab schaufeln gehen. Masaki, wir brauchen jetzt nur noch. Fusion. Brauchen. Wenn Katalysator Kampfes zerstört wird.
Raigeki ist ja kein Kampf. Es wäre also nicht ganz verkehrt, ne? Aber ich muss ja auch irgendwie die Feldzauberkarte von ihr loswerden. Die haben auch alle so verdammt viel ATK. Def. Das Schild und Schwert da nichts wirklich bringen geht. Zumindest die Karte. Die geht ja noch. Die will ich ja platt kriegen. Und die Karten will ich jetzt gerade nicht verbrauchen dafür. Ich setze Raigeki ein. Ich weiß jetzt gerade sonst nicht wirklich. Ich muss vermeiden, dass sie irgendwie ihre Harpien zieht. Ich muss es irgendwie vermeiden. Ich sehe sonst keine Chance. Ihre Harpien sind schon sehr stark. Oh. Wie viel Glück kann man im Leben haben? Ich kann eigentlich direkt schon aufgeben. So, bringt mir nichts. Oh, fuck. Schön schwer. Schön schwer macht die sogar ihre Harpien noch stärker. Ja, auch nix. Oh, ich weiß gerade mir echt nicht zu helfen, wenn ich ehrlich bin. Die Karten. Ja, glaube ich, Schwerkämpfer rückt mir auch nichts mehr. Scheiße. Fuck, Idee. Genau, noch. Das wird ein kurzes Duell, ein sehr kurzes Duell. Alter, wieso hat. Ah, kann ich aufgeben, das ist unmöglich. Das sehe ich auch schon, dass es unmöglich ist. Ja, okay, danke. Hafenkönigin? Kenne ich gar nicht die Karte. Machen wir neu. Ich habe Taste 3 gedrückt. Hallo? Kampagne? Yu-Gi-Oh! Die Harpie, danke. Verspringen. Ansonsten bauen wir uns gleich ein eigenes Deck. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Goblin-Straßenbautrupp. Das ist auch interessant. Ich kenne nur den Goblin-Trupp. Alter. Hätte sie die Feldzauberkarte nicht gehabt. Die war so übel. Schwarzes Loch, das kann sehr hilfreich sein. Bringt mir nichts, bringt mir nichts. Ah, ich drück schon wieder die falsche Taste. Verdeckt erstmal. Ja, mal gucken, was sie noch hat. Hab ich. Alter, was. Harpienkarten gibt es denn? Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe mich mit Harpienkarten noch nie auseinandergesetzt. Du kannst eine Harpienkarte abwerfen, beschwöre ein Harpienmonster als Beschwörung von deinem Deck. Schon wieder Babydrache. Weil die will ich jetzt. Schwarzes Loch will ich jetzt noch nicht verbraten. Das ist mir noch. Ja, schon wieder. Warum drücke ich immer rechte Maus aus einer Battle-Phase? Kann mir das jemand mal sagen? Alter, kann doch nie sein. Ey, jetzt mal ernsthaft, da kann. Axtkrieger. Ja, sehr schön. Das kann doch einem weiterhelfen. In der Not sehe ich die richtigen Karten. Möge das Herz der Karten mit mir sein. Die gleiche zu opfern, bringt nichts. Das ist dumm. Und jetzt hat sie halt irgendwie eine Fallenkarte liegen. Ich sehe es doch schon kommen. Nee, doch nicht. Wunder, Wunder. Wie kommt das denn? Nein, will ich nicht. Nein, will ich immer noch nicht. Oh oh. Da ist Harpienkönig, die ich gerade bekommen habe. Was? Hysterische Partie?
Aktiviere diese Karte, indem du eine Karte abwirfst. Verschwöre so viele Kopien und habe ich wie möglich als. Oh fuck. Kann man halt so sagen? Oh fuck. Das ist nicht gut. Das ist so ganz und gar nicht gut. Alter. Ganz ehrlich, da hat sie jetzt aber eine Truppe liegen, ne? Nein, will ich immer noch nicht. Es nervt gerade. Hätte ich jetzt hier noch eine andere Monsterkarte auf der Hand, hätte ich das eingesetzt. Schwarzes Loch. Das würde echt unheimlich viel bringen gerade, aber... Erde ist Erde. Aktivieren. Feldzauberkarte aktiv. Alter, das nervt. Wo ist Erde? 2200. Ah, oh, welches Monster? Du kannst ein... Das ist... Du kannst die gerade auf den Friedhof... Ja. Boah, ich weiß gar nicht, welche Karte ich da wirklich von zerstören soll zuerst. Das sind alle scheiße von denen, Alter. Das ist alles richtig übel. Aber ich glaube, die Habenkönigin, glaube ich, wäre nicht ganz verkehrt. Vielleicht werden jetzt einige sagen, oh, hättest du auch lieber Schwarzes Loch aktiviert. Wäre vielleicht nicht ganz verkehrt gewesen. Flugzerstörer. Ja, okay, geht noch. Jetzt wäre es, glaube ich, langsam angebracht. Ja, jetzt wäre es angebracht, Schwarzes Loch definitiv zu aktivieren. Das tut jetzt weh. Das sind 5000 Lebenspunkte. Jetzt ist es angebracht. Bitte eine Monsterkarte, bitte, 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 bitte. Nicht so was. Kann ich Grabräuber? Ja. Ich versuche es, ich weiß jetzt nicht mal, was die Eis auf dem Friedhof liegen hat. Ich hoffe, dass es irgendwie mir hilft. Was ich habe hier auf dem Spielfeld befindet. Vielleicht kann ich mir mal von ihrem Friedhof die zurückholen. Oder dein Deck. Oh, gut, okay. Aber die kann sich ja nicht selber zurückholen. Das ist schon auf. Vielleicht irgendwo ein bisschen was wert. Fluchzerstörer hätte mir jetzt nichts gebracht, erstmal. Gut, vielleicht später, aber. Okay, gut, geht wieder zurück. Ralf. Ach komm, nein. Oh, wohl. Ey. Das ist echt übel, ne? Ey. Die holt den Einzug komplett ihrer. Ist unmöglich. Alter, das ist echt übel, ne? Das ist echt übel, das Duell mit dem Deck. Puh. Entweder habe ich kein Glück, oder ich bin gerade zu doof, um das Duell zu gewinnen. Also ich weiß es gerade selber noch nicht. Eieiei, ich krieg das Duell noch irgendwann gebacken. Irgendwann. Zauberer der Zeit, Grabrauer, Zauberer der Zeit, ah, ist nicht ganz verkehrt. Oh. Jetzt kommt sie mit dem Monster wieder an. Panzerechse, 1100, 1650, 1500, alles gerade nichts. Schiff und Schwer könnte mir da was bringen. Warte mal, wenn ein Monster eins geht, dann geht es. Monster erinnere das Gebiet, zieht in die Verteidigung. Ob du das kontrollierst, rüstet das gewählte Ziel mit der Karte. Das ist er. Panzerechse oder er? Beide gleich stark. Nehmen wir Panzerechse.
Legen wir dicht verdeckt hin. Wollen ja Mai zum Angriff verleiten. Ja, da ist ja noch die Draw-Phase. Flugzerstörer. Nein, ich aktiviere es noch nicht. Nein. So, hier ist ein Angriff deklariert. Aber dann verstehe ich es gerade nicht. Sie hat gesehen, dass ich Kettenboomerang habe. Warum zum Teufel greift sie dann noch an? Wer aufnimmt, dass du kontrollierst, wusste ja das. Beide Effekte könnte ich machen. Aber würde ja nichts bringen. So zerstöre ich aber so einen. Klaue ihr noch Lebenspunkte. Ich glaube, das ist sinnvoller. Zack, weg. So, jetzt nehme ich den Monster weg. Und sie hat noch Lebenspunkte verloren. Oh. Der Stier. Das ist sehr gut. Sehr gut. Ja, nämlich dich, die wollen in die Angriffsposition jetzt noch mit rein. Zauber der Zeit ist unser Ass. Zumindest ich hoffe, es ist unser Ass. Aber mit was soll ich lieber? Ich greife mit dem Ochsen an. Und es war die gute Entscheidung. Schild und Schwert kann vielleicht uns am irgendwann auch noch den Arschbissen retten. Ja, gar nicht zur Not, nämlich den hier die Verteidigungsposition legen. Haben wir ein starkes Verteidigungsmonster. Schwören. Los geht's. Weil jetzt ist es komischerweise nicht mehr so gut. Das erste Duell war sie echt übel drauf. Richtig übel. Und jetzt ist sie gerade echt eine Flasche. Wenn ich ehrlich bin. Gut, es kommt auch immer drauf an, was man für Karten sieht, ne? Man sieht es ja hier wirklich sehr, sehr stark. Jetzt habe ich Glück, dass ich gute Karten ziehe und sie scheiße. Dadurch gewinne ich jetzt gerade. Zumindest momentan sieht es echt ganz nach einem ganz lockeren Duell aus. Ich hoffe, dass es nicht silberner Spiegelvorhang da was zu liegen hat. Wenn nicht, ist sie tot. Ne, ich glaube, silberner Spiegelvorhang braucht, glaube ich, eine Harpie, ne? Und zack, gewonnen. Okay, sehr schön. So muss es laufen. Wie konnte ich jemals gegen solch einen Amateur verlieren? Mai, ich habe dir versucht zu sagen, dass es mehr gibt in Duel Monsters, als den anderen Typ in den Hintern zu treten. Wenn du jemals ein echter Champion sein willst, musst du lernen, über jemanden anderen als nur dich selbst zu sorgen. So, neue Kampagne. Neue Duelland. Neuen Deck-Avatar eingeregelt. Mai Valentine. Ja, sehr schön. Deckrezept. Harpienfrauen. Harpie haben wir bekommen. Dann Takuhi. Wiedergeburt. Oh, wir haben Monster-Reanimation bekommen. Und 1348 Punkte. Sehr schön. Das sieht doch gut aus.